Knife Round zwischen TDR und Grexit. Wir fliegen nach unten in die Totale und schauen uns das Ganze aus der Vogelperspektive an. TDR gewinnt schnell drauf, Grexit pusht ebenfalls schnell durch, erster Hit auf lang, TDR mit dem Vorteil, pushen jetzt, die drücken die T's hier zurück in die Mitte. Aber Dimex ist noch da. 2 gegen 4, lang wird gedoppelt. Keine Chance. Und man schaltet sich für den Stay auf der City-Side. Also, erste Runde, Pistol Round, DE Kabel, TDR Gaming e.V. Bulgaria gegen Grexit ist soeben gestartet. 4x Kevlar an die Fuse Kit bei TDR, geht hier mit dir schnell durch. Double Magic ist blind, muss erstmal zurück. Muss aufpassen, lang pusht ebenfalls. Grexit pusht hier einfach durch. Smoke geworfen, guckt jetzt hier Richtung Connector, macht schon mal Schaden an SP-Gott. Und die Granate wirkt Wunder. Erster Entry gemacht, zweiter von H ebenfalls, aber Ghostly Striker ist noch on-set, wird direkt getradet, 2 gegen 4 Retake und Volt trifft die Headshots noch nicht. Kommt nochmal nach. Immer noch 2 gegen 3, Unterzahl für TDR. Versucht auf die Klicks zu gehen, jetzt ganz langsam über die Mitte, über Balkon. Versuch's hier mit dem ersten. Zum zweiten. Dimex muss aufpassen. Wird von zwei Seiten gepusht. Hört die Steps links. Muss umgucken. Sieht beide. Macht Schaden. Aber er kann sich zurücktreten Richtung Side. Bombe wird einmal defused. Defuse Kit ist da. Kommt hier ganz langsam rum. Kommt drauf. Aber den Schrott, den holt er. Volt gegen Dimex. Bombe wird nicht defused. Und Dimex in der Möglichkeit. Ein Jägerschuss. 40 HP. Aber es reicht nicht. Und Volt kann hier zum Glück noch die Bombe defusen mit dem Kit. Und die erste Runde geht hier an TDR aus Bulgarien. Zweite Runde, die CTs upgraden auf. Wir sehen Rifles, MPs, Kevlar, Granaten, wieder der Fuse Kit auf Volt, hat er sich behalten. Und Grexit ebenfalls, sie gehen nicht auf den Safe, kaufen direkt nach. Und Grexit so langsam im Aufbau auf die B-Side, steht mit allen 5 Mann vor B. Wartet drauf, dass man hier starten kann. Popflash kommt rein, pusht jetzt durch, muss aufpassen, Brunnen steht. Aber Kaluba kann warten, bis Ghost die Granate geworfen hat. Die holen hier einen Headshot nach dem anderen. Und letzter Mann wieder, Dimex. 1 gegen 5. Ein Minute auf der Uhr, Bombe down lang. Und er versucht hier auf jeden Fall noch so ein bisschen Schaden zu machen. Dass die CTs nicht wirklich eine große Economy aufbauen können. Vielleicht Richtung Drop. Guckt mal kurz nach. Keinen gesehen. Weiß, dass Window steht. Ist runtergejobbt. Das wissen die CTs. Sie können jetzt wunderbar Drop halten. Pusht raus. Und da ist Volt da. Und TDR führt jetzt 2 zu 0. Grexit geht teilweise in den Force. Snarkev kauft sich Diegel Kevlar. Währenddessen der Rest auf die komplette Sparrunde geht. Versuchen erstmal den langsamen Infoaufbau Richtung A. Tolen. Pushen jetzt über lang durch. Bombe liegt immer noch hinten. Flashbang kommt rein. Müssen sie aufpassen, aber Spaygott steht da. Guckt auf lang. Den nächsten hat er gesehen. Der Spray sieht's nicht gut. Und da muss Double Magic mit der Scout aushelfen. So, wenn er jemanden sieht. Jetzt aber. Der Check ist da. Schaden gemacht. Muss aufpassen. Close steht ebenfalls. Schatten gesehen. 17 HP. Und er muss warten, bis die Kavallerie eintrifft. Bis die hier rauspushen. Mit den M4s. Mit den UMPs. Ja, bislang
kein Problem hier. Für TDR, 3 gegen 1. Snakehev mit der Deagle und Kevlar. Hört die Jumps am Van. Geht nicht auf die Prediction Shots in der Luft. Wartet, bis er sich zeigt. Aber die CDs machen das sehr defensiv. Sie warten hier, bis Ghostly von hinten kommt. Und somit solider Start. Von TDR Gaming. Grexit kauft jetzt nach. Sie gehen in die Byround. Snarkev nur mit der Scout. Der letzte Runde gekauft. Das heißt, es rankt nicht für die AK oder AWP. Und der Rest mit den AKs versucht jetzt hier ordentlich Damage auszuteilen. Versuchen es wieder über lang. Marv pusht hier schon ein bisschen rein. Muss aufpassen, denn Double Magic. Noch immer mit der Scout bewaffnet. Muss Mitte halten. Zieht hier auf das Gaussian-Loch. Sieht den Gegner, macht Schaden. Und die Info ist da, aber von hinten kommt schon Marv, kann den Kill holen. Und Ghostly Striker ebenfalls kein Glück. Schießt zwar den Gegner richtig gut an, aber der Kill lässt auf sich warten. Und jetzt müssen sie aufpassen. Onside steht schon Marv. Der könnte Backstep machen gegen Volt. Tut ihn auch. Nicht gespottet worden. Schaut doch mal Richtung Rampe. Er weiß, der könnte stehen. Könnte der TNF, aber Speckgott ist da. Und wir haben alles wieder offen. 3 gegen 3. Bombe noch auf lang. Und Steven Meister rotiert erstmal zurück. 50 Sekunden, noch genug Zeit. Denn Daymax hat B eingenommen, aber Kaluba ist da. Der holt sich den Spieler auf B und somit heißt es wieder alles offen. Kraxit muss auf eine Seite draufgehen. Steht Close Mitte, da ist Ghost. Der hat jetzt die Info gekommen. 30 Sekunden, sie müssen jetzt auf A draufgehen. Und SP Gott kann das Ganze defensiv halten. Muss aufpassen. Lang ist schon close am Holz. Wird er gesehen. SP Gott weiß, er steht der Bombe down. Und Last Man Standing. Snarkev, AK 20 HP, weiß Balkonien steht. Schaut nach links, guckt nach oben. Da muss er aufpassen. Die machen für das Crossfire. Guckt rum, aber SP Gott ist direkt da, um zu traden. Und das hat wohl nicht so gut geklappt, wie er sich's vorgestellt hatte. 4:0 für das Team aus Bulgarien und Grexit wieder in der Eco-Round. Gehen hier schnell mit Tür durch. Ersten Mann verloren. Popflech kommt rein. Ist nicht blind, aber die pushen uns einfach durch. Haben wir schon ordentlich Schaden eingesteckt. Müssen aufpassen, nicht einfach so getrennt werden. Und Volt. Ja, die machen das wunderbar. Haben hier keine Probleme auf der A-Side. Holen hier einen Frag nach dem anderen. Solide Runde. Kein Mann verloren. Aber jetzt geht's endlich in die Full-By-Round. Grexit, AKs und die AWP auf Steven Meister. Der versucht das Ganze Richtung A lang. Schaut, ob er hier was sehen kann, aber Double Magic. Mit AWP unten drin holt sich Snarkev, der hier nochmal gepiekt hat. Er wollte die AWP facen. Aber das nahm eher ein negativeres Ende, als er erwartet hatte. Überzahl jetzt für TDA Gaming. 5 gegen 4. Marv schon angeschossen auf 50 HP. Sind hier Job schon raus, aber Volt ist noch da. Der sprayt hier mal richtig gut rum. Granaten kommen raus. Und jetzt sind sie hier zu zweit gefangen im Job. Währenddessen die Bombe auf Langfall gegen Kaluba ist da. Kann jetzt in Rom ziehen, aber der Kill sitzt nicht. Daymax ist da und er macht hier ordentlich Schaden. Volt muss aufpassen. Job kommt ebenfalls runter. 3 gegen 3 Situation und die CTs werden geschreddert. Sie verlieren die Bombsite. Aber zum Glück ist Double Magic da. 50 Sekunden, Bombe dann auf Side und ha, er muss den Shot setzen. Guckt, holt den jetzt schon gegen Double Magic. Ein ganz Push hat das Smog wieder raus, brechen nicht mit ihm. Und Ghostly Striker, der pusht hier nochmal nach Richtung Stein. Und kann gerade noch so die Runde für TDR Gaming sichern.
Grexit jetzt wieder im Force-Buy drin. Sie haben genug Runden am Stück verloren, dass man hier fast jede Runde nachkaufen kann. Versucht's wieder schnell Richtung B. Ghostly Striker close. Und da pusht Tar einfach von hinten. Aber Trailfix hier. Kaluba muss zum zweiten. Jawohl, der Spray Damp 4 sitzt. Pushen jetzt hinten raus. Und Marv und Stevenmeister müssen den Spot clearen. Kommen rum. Trailfix gesetzt. 3 gegen 3. Aber Ghostly von hinten holt den Doppelkill. Und damit Snarkev wieder im 1 gegen 2. Noch genug Zeit, um sich hier langsam vorzuarbeiten. Aber er ist gespottet. 1:05 auf der Uhr. Pusht jetzt über Stein, weiß nicht, wo beide CTs stehen, muss auch hinten aufpassen, lässt jedoch ein bisschen Zeit verstreichen, bis er endlich runtergeht, sprayt Richtung Tür, ein Schuss im Magazin und muss erstmal nachladen. Noch ein paar Granaten, die er zur Verfügung hat, hat hier fast Double Magic getroffen, holt ihn aber nicht! SP-Gott ist da! Und somit 7:0 für TDR Gaming. Wir sind nah dran, dass TDR Gaming sich hier die Führung sichern kann in der ersten Halbzeit. Und sie sind wieder in der Force-By-Round. Wir sehen AKs, eine Galil, ganz in die Granaten, gerade so Kevlar und Helm. Aber Marv macht den Enchi überlang, pusht jetzt hier schnell durch, Flashbang trifft ihn nicht und Ghostly Striker schultert nicht nach links. Ghostly wird nicht gesehen und Marv ist nicht gespottet. Sie laufen hier aneinander vorbei und sehen sich überhaupt nicht. Jetzt ist Marv da, ist gesehen worden, hinter ihm ist Ghostly, der Trade kommt endlich rein. 3 gegen 3, aber der Go geht auf B. Und da ist Kaluba da. Mit der M4 Spread Richtung Job schafft er nicht ganz. 2 gegen 2, alles offen. Und Volt muss es richten. Bombe auf der A-Side. 30 KP, eine Smoke, eine Flashbang. Pusht jetzt hier Onside nach. Ist gehört worden. Kommt von oben. Alles Gute von oben, aber Volt ist es nicht. Und Grexit holt die erste Runde auf ihr Konto. 7:1, gerade noch rechtzeitig die Kurve bekommen, bevor TDR Gaming die Führung in der ersten Halbzeit hat. Und alle Match wieder mit Versuch und AWP holt sich Marv hier, bevor er lang wieder durchpusht. Und auch das wieder ein ganz wichtiger Frag, um hier die Aggressivität auf H aufzuhalten. Und Kaluba muss aufpassen. B lang steht, sofern die Smoke weggeht, ist er komplett exposed. Geht wieder lieber defensiv hinten in die Ecke rein. Und H prediktet das. Er weiß, er könnte hinten drin stehen, schaut jetzt hier onside, aber da muss er viele Ecken checken, bevor er hinten in die Ecke gucken kann. Man kann Kaluba einfach rumziehen. Trifft sich gleich zweimal auf der Seite. Den ersten Kurt der gesehen, zum ersten. Der Spray ist gut. Doppelkill. Und Snarkev im 1 gegen 5. Hat die Bombe auf dem Rücken. 55 Sekunden, um damit zu arbeiten. Aber das sieht ganz nach der Halbzeitführung aus. Für TDR Gaming, da kommt Ghostly mal ganz kurz rum um die Ecke. Und Grexit, sie müssen reinforcen. 8:1, sie haben jetzt Tech-9, Kevlar und gerade so ein paar Granaten. Geht einfach schnell auf B drauf. Vielleicht mal was Verrücktes. Einfach durch die Smoke, einfach raus. Vielleicht Molotovs liegen und von hinten kann man sich mal richtig viel Schaden anrichten. Er kommt jetzt rum Richtung Side, kann Effekt aufsetzen. Aber zum Glück ist Ghostly down zu traden. 3 gegen 2, AK aufgenommen, aber der Schaden ist angerichtet. Snarkev wieder ganz allein, hat hier keine Chance gegen die AWP und somit geht auch diese Runde wieder an die Jungs aus Bulgarien.
8 Runden Führung. Und Grexit ist jetzt eigentlich in eine Ecolond geforst worden. Wir sehen Only P250s und Glocks. Und TDR Gaming entdeckt neue Möglichkeiten. Den Boost für Ghostly Striker, um hier Richtung A-Rampe zu schauen. Guckt aber, was hört, die Steps sind da. Rotation kommt rein, Granaten. Hagel ist gut, der Schaden ist gemacht. Und Ghostly mit dem Megaspray Down. Bitte 50 regelt am Ende noch. Und Snarkev wieder Last Man Standing. Hat hier eigentlich keine Chance mehr. Das ist die 10. Runde für TDR Gaming. Zögerst du ein bisschen hinaus, will vielleicht ein bisschen Schaden machen, aber auch das passiert nicht. Ghostly mit 4 Kills, richtig starke Performance. Und zum Glück kann Grexit jetzt wieder kaufen. AWP, diesmal wieder auf Snarkev. Mal gucken, ob er diesmal damit vielleicht was reißen kann. Schaut Mitte unten, schaut in die Smoke, aber auch da erstmal nichts. Währenddessen Double Magic auf lang pusht. Mit der AWP Shot gemisst zum zweiten, aber Steve Meister ist da. Immerhin der Trade gegen Marv von Ghostly Striker. Obligatorisch in der Mitte. Und beide Seiten wieder zurück in die defensive Position. Wir sehen, die CTs stehen komplett in einer Reihe. Hoppala. In den kompletten einer Reihe, halten somit nur defensiv, stehen auf lang überhaupt nicht, währenddessen die Ts hier versuchen, so ein bisschen Infos zu sammeln Richtung den Sides, aber auch das schafft erstmal noch keiner. Snarkev muss aufpassen, unten steht Close, SP Gott hinter der Wand. Molotov und geworfen, 50 Sekunden, ein bisschen Zeit haben sie noch. Granate und SP Gott hat jeden Fall gesehen, er kommt, schießt den Molotov rein und den ersten, muss aufpassen, AWP aimt ab, Flashbang nochmal raus und SP Gott kommt, aber er ist komplett blind. Und er bedankt sich Damex für, dass die Flashbang hier so gut geworfen hat, 3 gegen 3 und Offensivenmeister. Kommt jetzt hier auf die Seite drauf, muss aufpassen, Zeit steht noch und Ghostly Striker ist nicht gespottet, der sieht hier alle drei und die AWP ist da. Kaluba muss es richten. 1 gegen 2. Er weiß sich in unseren und Damex. Er passt auf mit der AK. Holt sich ebenfalls den Doppelkill ab. Und endlich schon wieder eine Runde für das deutsche Team Grexit. Wieder Mitte reingeschaut, Ghostly sogar ein bisschen Schaden bekommen, 70 HP noch. Aber er hat die Info. Vor A stand was, währenddessen kriegst du der rotiert Richtung B. Und Grexit mit 4 Mann in Richtung B unterwegs. Schaut mal kurz, ob sie was sehen. Smoke liegt noch und Kaluba macht das Ganze sehr, sehr defensiv. Droppet jetzt Gas. Sind sie bereit? Die Molotovs liegen. Sie forcen sie jetzt zurück aus Drop. Und die Steps natürlich gehört. Jetzt der Drop ist da. Volt und SP Gott Richtung Side in der Smoke. Das Ganze immer noch sehr, sehr sneaky. Währenddessen Mafia Kaluba hört auf lang. Und jetzt muss SP Gott eigentlich nachschieben. 3 Mann auf der B-Side, gegen 5. Granaten kommen raus, aber Volt ist da. Und die Möglichkeit. 2 gegen 4. Wissen, dass er dann geschossen, aber Volt holt den Frag noch. Er holt den Frag. Und so die Möglichkeit für Ghostly Striker im 1 gegen 3. M4 gegen Scout, AK und M4S. Ghostly Striker mit der Möglichkeit gesehen. Holt sich die Scout raus. Weiß Chicken steht. Sprayt einmal kurz rein. Molotov geworfen. Und den zweiten holt er ebenfalls. 1 gegen 1 gegen die M4S. Ha, nur mit Kevlar unterwegs. Keine Granate ist gesehen worden. Es sprayt hier rum. Die Bombe muss langsam defused werden. Flecht sich einmal raus. Defused jetzt an und ha, muss aufpassen. Aber er passt auf. Wunderbar. Lässt nichts anbrennen.
Und der Diffuse kann auf jeden Fall gestoppt werden. 10-3, zwei Runden sind es noch in der ersten Hälfte. Und Grexit kann aktuell so ein bisschen wieder nachrücken. Und sie müssen die Runden holen, um hier vielleicht auf der City-Side noch ein bisschen was gut zu machen. 5 gegen 5, der Boost ist da und SP-Gott holt den ersten First Track für TDR Gaming. Die T ist mittlerweile schon lang durch auf A. Schauen sich jetzt hier. Umgesehen worden. Marv schafft den Spraydown nicht. Und Snarkev muss nachrücken. Er weiß, er könnte immer noch Zeit stehen. Kommt nach oben. Jawohl, der Headshot sitzt. Aber auch er ist jetzt gespottet. Low HP auf 20. Smogs kommen raus. Und TDR in der Überzahl. 4 gegen 3. Wissen, die Ts können über Van, über Holz reingehen. Smogs Granaten kommen. Aber Spigot ist einfach viel zu stark. Die können einfach nicht rausnehmen. Und beide Spieler vom deutschen Team sind richtig angeschossen. 20 HP in 30, Molotov kommt rein, Stevenmeister darf jetzt hier nicht verbrennen mit der AWP die Fricks ziehen. 1 gegen 3 zum ersten, Steven zum zweiten, Steven fast zum dritten, was ist denn da los? Aber zum Glück ist Kaluba zur Stelle, wenn man ihn braucht. Und somit kann DDR Gaming auch diese Runde für sich entscheiden, kann die Bombe defusen und somit sich erstmal die 11. Runde auf dem Scoreboard sichern. Force Round jetzt, letzte Runde, erste Halbzeit. Grexit muss versuchen, mit dem wenig Wissen, was man hat, irgendwie noch ein bisschen was auszurichten. Kommt jetzt hier rum, ha, mit dem schönen UMP oder bei Instant Trade von Ghost. Der weiß, hier könnte noch mehr kommen. Smogt sich erstmal noch ab. Und Steven Meister schaut mit der AK nach oben. Kommt, er hat gesehen, der Spray ist da, aber die Shots treffen nicht. Jetzt ist es der Trade Geld, aber Volt ebenfalls. Der ist direkt zur Stelle, wenn einer seinen Teamkollegen fällt. Und somit ist Grexit wieder in der Unterzahl. 2 gegen 3. Scout und Tech 9 gegen ganz normale Rifles und die AWP. Flashbang ist raus. Scout ist blind. Amex mit 50 Sekunden. AK aufgenommen. Erstmal nachladen. Ganz wichtig, dass man hier schön sprayen kann. Und jetzt die Chance. Vielleicht mit der Scout. Auf den Headshot zu zielen. Versucht es Richtung Chicken, Richtung Stein. Info müsste mittlerweile da sein. Drop steht und Daymax holt den Shot gegen Volt. Aber Double Magic ist instant damit der AWP, um zu traden. Und zum Glück hat Sneakhef die Scout in der Hand. 1 gegen 1, 30 Sekunden. Gegner ist gespottet. Wechselt auf die AK. SP-Gott kommt rum mit der Flashbang. Aber Snarkhef ist da. Und der Headshot sitzt ebenfalls. 11-4. Halbzeit. TDR Gaming führt mit 7 Runden. Und hat hier auf der City-Side eine richtig gute Leistung abgeliefert. Wir gehen weiter in die zweite Halbzeit. Schauen wir mal kurz aufs Scoreboard. Wir sehen bei TDR ganz oben wieder Ghostly Striker. 20-7. Der Kerl ist wirklich on fire. Der Rest ungefähr gleich mit 16-10. Auf der anderen Seite sehen wir 10-7 Fricks. Also auch da keiner, der irgendwie negativ auffällt, negativ abfällt. Aber jetzt geht es erstmal um den Gewinn der Pistol Round. Auf der jeweils anderen Seite. TDR mit 5-mal Kevlar unterwegs. Geht hier, stellt sich auf für B-Lang. Währenddessen Grexit mit 4-mal auf B stackt. Hat einen Defuse einfach rausgepusht. Da pushen sie einfach durch. Kaumba mit der Glock trifft die Shots nicht. Und jetzt Doppel-Entry auf B. 2 gegen 2. Alles offen für beide Seiten. Bombe gelegt. Kaluba close up. Drop sieht den Gegner. Der Headshot ist ebenfalls. Und Stevenmeister muss das richten. 1 gegen 2. Im Drop gehört. Guckt Richtung lang. Richtung Titanic. Hat hier Volt angeschossen. 80 HP. Aber
Jetzt wissen sie, von wo er kommt. Pusht jetzt hier durch, schaut Richtung Tür. Headshot sitzt nicht bei Steven. Da bedankt sich Kaluba für den netten USB-Headshot. Und TDR Gaming holt die Pistol Round. Kann somit upgraden auf Rifles, auf MPs und Grexit. Eventuell dabei zuschauen, wie TDR Gaming hier nach und nach mehr Runden aufs Konto schiebt. Zweimal abgestellt in Mitte, um das Ganze zu halten, defensiv. Währenddessen Kaluba, Ghostly Striker und Double Magic versuchen, das ganze B zu halten. Gesehen worden, das B pusht. Der Spray ist gut gegen Muff. Und den ersten Spieler direkt wieder rausgenommen. Machen das Ganze erstmal defensiv. Wollen hier Grexit reinlaufen lassen. Granaten Richtung Droppen. Macht erstmal keinen großen Schaden. Versuchen jetzt hier sich langsam Richtung B durchzuarbeiten. Molotov, der Dropgo kann starten. Granaten sind raus. Double Magic kommt jetzt nochmal rum und gibt den gesehen. Jawohl, der Spinner ist gut, der war schon angeschossen. Der zweiten ebenfalls. Die Deagle trifft nichts. Snarkev, was ist da los? Zwei CTs low an HP. Drop ist gepusht. Müssen sich defensiv zurückstellen. Das gibt natürlich DDR die Möglichkeit hier sehr offen auf B zu agieren, sind drauf, 5-7 vielleicht noch auf die Long Distance, nein, DMX holt nur einen. Und wir sehen, alle CTs stehen defensiv, sie wollen hier Pistolen und Kevlar mitbringen. In die nächste Runde, um eventuell da nochmal ordentlich was anstellen zu können. Steven Meister bleibt close vor B mit der CZ, will hier vielleicht noch eine AK mitnehmen. Das wäre sehr nett, Gegner gesehen, aber Ghostly im Sprung. Den Headshot gedrückt. Da hat er einfach keine Chance. Müssen aufpassen. Der Ghost ist der Push hier nochmal. Holt den ersten raus. Daymax hatte zum Glück Glück, dass er immerhin Kevlar und Pistole safen konnte. Also, 13 zu 4. Die dritte Runde in der zweiten Halbzeit. Und Grexit muss in die Eco-Round gehen. Nicht viel Geld, währenddessen TDR einfach Mitte durchgast. Schönes Crossfire von Steven Meister. Kommen hier rum. Die Holen machen den Schaden, aber es reicht nur für einen Frag auf Daymax. Und somit TDR mit voller, fast voller Mannstärke auf der Acer drauf. CTs haben keinen Kevlar, werden ja einfach nur geschreddert von den AKs. Und Marv und Snarkev stehen defensiv. Smoken sich nochmal ab. TDR, währenddessen Double Magic hier versucht, Richtung CT so ein bisschen mehr Infos zu bekommen. Pusht jetzt unten rein, schaut nach oben, nach links, aber der Headshot ist trotzdem. Und Grexit wird hier komplett denied. Kein einziger Frag, der Spread und der Smoke ist ebenfalls stark. Und somit CDL Gaming fast safe drin in der Overtime. 14 zu 4, 10 Runden Führung. Und jetzt heißt es, die Runde auch gewinnen. Muss jetzt eigentlich alle Runden holen, wenn sie noch direkt gewinnen will bei Grexit. Währenddessen TDR der Game das Ganze ebenfalls sehr, sehr langsam angehen lässt. Hält hier erstmal eine Drop B lang. A lang pusht mal schon ein bisschen vor mit Zion, um den Refrag zu sichern. Versucht hier die ersten Infos zu holen. Entry auf B lang. Möglichkeit ist da. Währenddessen A ebenfalls pusht. Wir sehen, die ganze Rotation ist schon auf der B-Side. Und Double Magic muss aufpassen. Im Drop steht close, zwei Mann, die warten auf ihn, er springt hoch, aber Double Magic mit dem Matchup McTain, den zweiten auch noch, da geht er einfach durch, holt den nächsten.
Und da ist gefangen, ist gesandwiched. Der weiß, Tür steht, der weiß, Onside steht, der weiß nicht, wo er hinschauen soll. Er guckt jetzt rum gegen die AWP, holt den ersten. Aber für den zweiten reicht's nicht mehr. Das Sandwich ist einfach viel zu gut belegt. Und somit 15:4. Für TDR Gaming. Matchpoint. Ganze 11 Stück. Und Grexit muss nachliefern. Sie müssen jetzt die Runden holen. Ansonsten war es das. Ansonsten ist der Traum vorbei. Mit dem Preisgeld für den ersten Platz. Aber Steven Meister mit der Swag 7 und dem Doppelkill. Der Triple Kill im Drop. Was ist denn da passiert? Bald. Und Ghostly Striker versuchen es nochmal mit 2 gegen 5. Bin schick gespottet. Aber noch leben sie. Noch sind sie am Leben. Jetzt ist Steve Meister da und der ist on fire. Sichert sich das Ace. Aber zum Glück haben sie nur Geld, um nachzukaufen. Pushen jetzt einfach Mitte durch. Da wartet Steven Meister der AWP. Kommt rum, trifft den Shot nicht. Muss aufpassen. Vorteil, aber der Shot trifft nicht. Er hittet ihn nur an. Kann den Frag nicht setzen. Und somit geht es jetzt auf. Marv ist da. Kann hier traden. Kommt kaum, der Gegner ist low. Double Magic und Kaluba. 2 gegen 2. Kaluba angeschossen, 18 AP, weiß, dass er Onside schien. Molotov in Chicken reingeworfen. Und Double Magic im Klatsch. Holt den ersten. 1 gegen 1. 1 Minute 10 Sekunden. Immer noch genug Zeit der Welt, um hier was zu machen. Daymax schaut Richtung lang. Kommt rein. Double Magic, Molotov geworfen, guckt ihr onside, er sieht ihn und da ist der Headshot. Und somit gewinnt TDR Gaming auch das zweite Match am heutigen Tage und geht somit in den Playoffs weiter steil bergauf.